Was meinst du denn jetzt? Achso, dass dir zu kalt ist? Nein, hier irgendwas Blaues wurmt gerade um mich und rum. Nee, von den Delfinen. Okay. Nee, ich sehe hier nichts. Ruhige See. Dolphin Instinct oder sowas. Intellekt. Dolphin Intellekt. Intelligenzboost gekriegt gerade. Okay, wir sind nach. Wohin soll ich denn rotaten? Unten rechts. Ah, hier 60 Grad habe genau. Ich jetzt eingestellt. 60 sieht gut aus. Oh, da ist eine Kiste. Immer schön mitnehmen. Aber nicht wieder in die Haie. Nein, nicht nein. Bitte wieder Butter zu die Fische. Lieber nicht. Lieber nicht. Fische sind immer böse. So, schuppiges Getier. Soll ich den Fisch mal braten oder soll ich den noch so lassen? Gute Idee, warum nicht? Der Fisch ist nicht frisch, doch, doch, ist er. Ich versuche jetzt gerade die Kiste anzusteuern. Vielleicht erwartet uns epischer Loot. Ist da hinten schon wieder die Insel, wo wir eigentlich herkommen? Nein, das ist eine neue. Das ist die Inselgruppe, zu der ich hin wollte. Ja, okay. Ja, dann gehen wir da hin. Dann machen wir das. Dann haben wir unser Ziel wenigstens schon mal optisch erfasst. Ist das schon mal super. Ja, gut. Soll ich schon mal zumachen? Ja, kannst du machen. Alles cool. Machst du hinten zu? Jo. Oder soll ich auch zumachen? Ich mach. Oder du? Oder ich? Mach, ich. Mach. Ab. Aua. Nein! Haben wir zerstört, ne? Ja, waren leider etwas zu dicht dran. Oh nein, zu stürmisch wieder vorgegangen. Schade. Naja, gut. Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Bist du noch da? Hat sich gerade wieder Skype-Geräusch fürs Auflegen angehört. What? Das denn? Ja, wirklich. Nein, ich würde aber nicht. Kann auch ein technischer Defekt sein. Segel ist wieder offen, ja. Ja, habe ich gerade wieder aufgemacht. Rotate mal. Was soll ich rotaten? Minus 60. Du machen. Nee, noch mehr. Maximal minus 75. Oder nee, ja, minus 75, genau. Ja, minus 75, dann wird's gelb. Da ist schon wieder Dolphin Instinct. Bei mir tickert er noch runter gerade. Na gut. Da haben wir wenigstens ein bisschen Power, die wir ableiten können übers Ruder. Ja. Das ist eine Seagull, die. Ne, es sind Delfine, wirklich, die da an der Seite noch rumschwurbeln. Hihi. Aber das ist echt übel mit dem Wassergang, dass du dich da nicht beherrschen kannst, dass du hochklettern kannst. Ich bin da, glaube ich, 3, 4, 5 noch vorbei an der Leiter und dachte, jetzt ist gleich vorbei. Rechts ist eine gelbe Kiste. Wo, wart, wo? In weiterer Entfernung, aber die leuchtet da. Ja, gut, aber das würde jetzt so uns zu weit vom Kurs abbringen. Okay. Cool wird es, wenn wir später ein großes Boot haben und dann mit so einem Beiboot da schnell hin könnten. Oh ja. Das wird mit super. So einem Marter drin. Ja, so einem Ruderding, sowas, ja. Mit so einem kleinen Ruderding. Mit so einer kleinen Schaluppe. Da rechts ist auch noch, aber nur rechts, also nicht geradezu leider. So, ich mach jetzt erstmal hier wieder Dings hier aus, oder? Nee, ich wärme mich erstmal auf. Ich kühl mich erstmal auf, okay. Ja, kühl dich erstmal runter, genau. Komm erstmal runter. Erstmal schön entschleunigen. Oh, da hinten leuchtet. Ist das die Sonne, die aufgeht? Hinten, links an der Insel? Nee, das war irgendwas anderes. Das hat ein schon Stern wieder. Stern oder irgend sowas. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ich denke auch jedes Mal, es könnte die Sonne sein, aber leider nein. Wir sind gerade bei einer U40. Ja, oder ein UFO. Oder ein UFO. Kann auch ein UFO sein. Ja, aber gab's bestimmt zu dieser Zeit auch. Auch. Ja, stimmt. Immer diese UFO-Phobiker. Echt mal. Das ist eine Glaubenssache, Leute.
Meine Mama hat immer gesagt, die Alien sind ganz, ganz liebe Leute, die nehmen dich mit und wenn du artig bist, kommst du ohne Sonde in den Popo wieder nach Hause. Es fängt an. Wir müssen eindrehen, wir kommen ja sonst nicht weg. Wir kommen. Drei. Einer, zwei, davon links kommt auch noch einer. Okay, alles klar, ich lenke uns raus. Alles cool. Links ist einer, rechts ist einer. Oh mein Gott, und von hinten, Hilfe. Wow, der Fluch ist das. Und da kommt noch einer. Ah, direkt auf uns. Hilfe. Ich fange schon mal an zu reparieren, glaube ich. Oder ja. Soll ich? Ich weiß nicht. Wir sind fast bei der Insel, wir sind fast da. Links! Hart Steuerbord! Direkt da, wo wir hinwollen. Bieg ab! Das ist wie so eine verfluchte Insel vielleicht. Oh mein Gott. Hilfe! Ja. Nein, oh Gott, das ist eine Sackgasse. Guck dir das mal an, was ist denn das bitte? Nein, ich muss abdrehen. Nein, ich muss jetzt durch. Fiber durch. Nein. Nein, unser Boot. Ich will unser Boot behalten, bitte. Das ist eine durchgezogene Linie, da kommen wir nicht mehr raus. Oh mein Gott. Wir sind drinnen. Wir hängen drinnen. Wir müssen raus. Schaden. Ich auch. Aber wir sind draußen, glaube ich. Nee. Wir sind voll im Strudel drin. Noch ist die Nussschale ganz. Noch. Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung wir müssen. Da ist die Insel da drüben. Ich sehe sie. Ich sehe schon Bäume. Ich muss erstmal nach vorne irgendwie. So, jetzt das könnte was werden. Eiskalt. Wir kriegen Volldampf. Auf Null ausrichten. Die Segel auf Null ausrichten. Jetzt. Das eine richte ich gerade aus, das andere mache ich gerade. Benenden. Ist auf Null rotated. Okay. Oh. Hilfe. Du wirst es niemals kriegen! Niemals, nie nicht! Mein Gott, und dann kommt es von rechts, weißt du? Ja. Wir haben noch 20%, bis wir auf Land stoßen. Oh mein Gott, hier vorne sind Schiffe. Okay, ja, Segel einfahren. Wow! Das eine habe ich, von hinten kommt der Orkan immer noch. Ach Quatsch. Orkane kommen nie auf Land. Ich geh trotzdem weg. Ne! Wollen wir noch ein Stückchen? You made a discovery, the Silver Isle. Sieht gut aus von hier. Oh mein Gott, und das kommt immer noch auf uns zu, gerade. Nein. Dieses. Da passiert nichts. Ich stehe hier mittendrin und jetzt. What? Ist weg. Er verschwindet einfach mal. Er ist weg. Will der mich verpuppen? Kann man hier, wir sind noch nicht nah genug an Land, dass wir dingsen können. Warten, ankern? Ja. Okay, ich komm wieder. Ich muss mal ganz kurz, oder warte, Lower Anchor Chip? Doch, ich kann jetzt auswerfen. Na gut. Das war jetzt aber gerade echt komisch. Mysteriös. Oh. Was für eine Folge. Sehr windig. Die Mate Discovery. Juhu. Und vor allem, wie ist mal den halben Bildschirm versperrt? Ja, wirklich, ne? Also diese Willkommen hier auf Silver Island. Also du hast diese Insel entdeckt, Anzeige. Komplett den ganzen Bildschirm einnimmt. Oh, da ist eine Alpha-Schlange. Vorsichtig.
Vorsichtig. So. Da ist Huhn. Hier ist auch so voll bebaut, aber das ist die schlimmste. Wow. Also das war echt übel. Wollen wir hier irgendwo was bauen? Oder nicht? Ja. Oder doch? Ja, wenn wir Wasser hier finden, aber ich glaube, das ist gar kein Problem. Ich glaube, ein bisschen über die Insel krabbeln ist kein Ding. Ja, vielleicht finden wir eine andere Möglichkeit. Oh oh, mein Bogen ist im Eimer. Nein! Lauf! Was fehlt mir denn zum Reparieren? Sind die Schlangen immer noch hinter mir? Nee. Nee, die sind gerade hinter mir hinterher. Ach so. Ich versuche hier gerade umzubringen. Da ist der 208er. Ich sterbe, weil ich eine... Ach, Schatz. Ich hatte eine Alpha-Snake getötet. Ja, die hat geleuchtet, ne? Ja, eine Rattlesnake Alpha Level 208. Eine Rattlesnake. So. Es regnet. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich würde gerne meine Sachen looten, aber... You're called. You should find some warmth soon. Hab ich dich? Ja. Wenn die Schlange mal irgendwie weggeht, dann könnt ihr meine Sachen mal wiederholen. Ach, das geht schon bald. Ah, das war echt übel. Guten Tag. Hi. Ja, doch. Das Problem ist, die Rattlesnake ist Level 208, wa? Eben. So schnell kriege ich meine Sachen nicht gesammelt. Ich habe aber eine andere Schlange getötet. Ich habe doch ein Level gemacht. Wieso kann ich denn nicht weiter auf Gewicht gehen? Ich hatte 5 Level. Wie bitte? Ich habe 5 Level gerade gemacht. Das ist das, was ich meine. Ich habe jetzt 5 Level. Manchmal kriegt man übelst viel auf einmal. Und das habe ich ja 41 Punkte zu vergeben. Ich bin verwirrt. Yay, die und betört zugleich. Oh, die soll weggehen. Die ist jetzt links. Ich muss aber Secrets of the Bow. Steady aim. Strong Arm. Kommt der jetzt hier her, Shot. Er kriegt meine Sachen noch nicht, oh mein Gott. Oh nein. Expert Ballistic Studies. Oh schön. Da kann ich sehr gut Bogen schießen. Noch mehr Rezepte, gute Idee. Aber ich muss auch bauen lernen. Ich muss bauen lernen. Sonst komme ich hier nicht weiter. Advanced Tools. Hört sich gut an. Sehr gut, Deutsch. Sauerstoff nehme ich auch. Die Rattlesnake ist immer noch da vorne. Hand-to-Hand-Combat. Hand-to-Hand-Combat. Medicine Unlock. Oh ja. Medizin ist, glaube ich, auch wichtig. Oh, hier ist eine Lu. Eine was? Eine Loom, eine Schneiderdings, eine Webstation. Ach, die hat ein anderer gebaut, meinst du, ne? Ja. Schön. Ja, wir müssen mal gucken. Wir können ja erstmal ein paar Sachen hier bauen. Klar. Wir brauchen sowieso Keratin und so, dass wir erstmal überhaupt was haben zum sesshaft werden. Es ist ja genug für alles da. Alles, was wir bauen können, können wir hier erstmal runterbauen und mal gucken, was sich so ergibt. Dann machen wir auch noch ein paar Level. Genug Ressourcen sind ja da hier überall. Ja. So. Oh, hier, jetzt kriege ich Shell. So, ich bringe das erstmal alles aufs Schiff soweit. Was denn? Nee, lass uns doch hier einfach kurz jetzt anfangen zu bauen und du baust hier einen Schrank hin und dann können wir das da ablegen. Da brauchen wir nicht immer hin und her. Wir müssen aufpassen, wo die, Claims sind? Alpha Rattlesnake ist. Die 208er. Mit der möchte ich mir nicht anlegen. Wood, Hide und Fiber brauche ich. Ah, guten Tag, Baby. Hi.
Moment mal kurz anlegen. Die Rattlesnake ist da gerade zuvor, der Papagei oben rumfliegt. Na gut. Könnten wir also mit Pfeil und Bogen erlegen, bei den Rattlesnake ist wohl sehr gut zum Leveln. Na, mein Bogen ist leider defekt, deswegen sammle ich hier gerade ein paar Ressourcen, damit ich den schnellstmöglich wieder reparieren kann. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Oh, ein Wespennest. Oh, Fiber, ich könnte auch mal anfangen. Hits des Harvest to Res. Aber da kommen noch Wespen raus, oh Gott! Ah. Oh nein, oh nein, oh nein! Ah. Ist das auch, wenn man sich hier hinlegt? Ich seh den noch rennen. Welches Level hast du denn gemacht? Level 22? Wow! Ich hab wahrscheinlich aufgeholt, weil wir in einer Gang spielen. Aua, nein! Die Alpha, die Alpha, die Alpha! Bist du ohnmächtig? Nein, noch nicht. Da! Ah. Na! Ah. Aber ich gleich. Geh weg da! Ich hab's abgelenkt. Geh weg da! Ich sterb aber gleich. Okay. Üble Geschichte. Gute Nacht. Gute Nacht, schlafen Sie schön. Ruhen Sie sanft. Aua, oh ja, jetzt greift mir unter die Biene an. Also ich sterb dann erstmal. Boah, wie viele Elefanten hier mal rumlaufen. Und da war sie wieder, die Alpha-Schlange. Einfach mal 1 Million Elefanten hier am Strand rumlaufen. Wir werden niemals hungern müssen, niemals. So, da bin ich erstmal wieder. Guten Tag. Level 10 Kuh, die nicht verliebt ist, krieg ich die hin? Oh, verdammt. Ich hab mich mit einem Elefanten angelegt. Nein! Nein! Aber nur aus Versehen. Jetzt wollen mich natürlich alle Elefanten töten, kann ich auch verstehen, absolut. Ah, sie kommen. So, ich guck mal, wo die Rattlesnake ist. Da, das Tier wollte ich erledigen. Sowas wollte ich haben, eine Seagull. Steven Seagull. Steven Seagull. Steven, bleib stehen! Und die ist natürlich auch verliebt. Die ist natürlich auch verliebt. Oh. Kommt her. Rattlesnake von hinten. Nein, du kriegst mich niemals. Brauch mindestens Speer oder sowas. Aua, ja, Hilfe, Hilfe! I'm injured. Ja, ich mach mit. Wenn ich sterbe, ist nicht so schlimm. Ich auch, ich sterbe ja auch. Sorry. Ja, weil wir keine Speere haben gerade. Nein! Der Bogen fehlt halt. Und auf geht's. Oh nein, Steven hat mich getötet. Ich hab Level 17 war die Möwe. Können wir uns jetzt beide beim Bett? Eine ist tot. Schöne Sache. Bin gleich wieder da. Das war wieder die Alpha. Dieses Spiel überall will es einen töten. Eine Möwe habe ich getötet. Ja, ich brauche das Hai, dann kann ich meinen Bogen reparieren. Dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Ah, du bist gerade respawned. Ja, das dauert kurz. Ich gehe einfach zu. Ah! War ja so klar. Ey, nein. Ey. Dieses Spiel. Ja, dieser Alpha-Snack ist echt gemein. Und der Cooldown, ja. Super, ein Bett und der Cooldown. Die hat Level 208, ne? Die Rasselschlange. Ja. Der Cooldown, ich hänge jetzt auch gerade im Kartenmenü fest. Jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt bin ich der da. Okay, du kannst den Cooldown nutzen, ich nicht. Jetzt habe ich dann den nächsten Cooldown. Okay, warte eine mal, Minute. Ich hab jetzt hier Hide. Ein Glück. Kann ich meinen Bogen reparieren? Da sieht die Sache gleich ganz anders aus. Ja, wenn ich die anderen Sachen kriege und ein bisschen Fiber, könnte ich mir auch mal einen Bogen bauen. Das wäre nicht schlecht. Das ist sehr hilfreich. Erstmal auf dieses olle Schiff kommen. Oh, dieser Cooldown. Furchtbar. Ja. Welche?
Ein Glück. Wie lange ist er denn noch? Tiere nicht so nachteil. Warte mal. Nein. Das ist doch nicht meine Originalleiche. Doch, das ist meine. Ja, ich muss meine andere suchen. Ich muss aber erstmal sehen, dass ich nicht bei der Rattlesnake bin. Das Schlimme ist, du weißt nicht, wie lange der Cooldown geht. Bei der unten steht zwar eine Minute, aber die Zeit tickt einfach mal nicht runter. Irgendwas stimmt da nicht, ne? Irgendwas haut da ganz gewaltig nicht hin. Und ich habe aber nur 9 Pfeile. Egal. Ist halt der harte Start. Viele Bestrafungen, gameplay-technische Bestrafungen zum Anfang von so einem Spiel. Ja. Aber wenn man sich dann mal so ein bisschen eingependelt hat, dann geht das eigentlich ganz gut von der Hand. Ja. Das sind alles Probleme, die lösbar sind. Zwar nicht mehr in dieser Folge, aber wir werden gleich in der nächsten wieder dran arbeiten. Uns hat soweit viel Spaß gemacht. Aber das war's für heute mit Atlas. Meine Freunde der Hohen See, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Like da lässt, falls euch das Projekt gefällt und die Folge euch gefallen hat. Ansonsten wiederschauen, reingehauen, der Leo und die Aska, tschaußen. Tschüss.